Maria Zomberg, in dieser Woche gab es neben der ESM-Debatte auch namentliche Abstimmungen, insgesamt 3. Ja, die wichtigste Abstimmung für uns ist das Thema kalte Progression. Als das Steuersystem gegründet wurde zu Beginn der Republik, da hat man mit dem 16-fachen des Durchschnittsgehalts den Spitzensteuersatz gezahlt. Heute ist man schon beim Spitzensteuersatz, wenn man nicht mal mehr das Doppelte des Durchschnitts verdient. Und wenn das so weitergeht, dass es nicht inflationsbereinigt ist, dann wird irgendwann jeder den gleichen Steuersatz bezahlen. Das halten wir für falsch. Unsere konkrete Lösung, den Grundfreibetrag um 350 Euro zu erhöhen. Damit wird der Steuerfreibetrag höher und auch für die niedrigen Einkommen werden wieder die Einkommensgrenzen erhöht. Insofern haben alle einen Inflationsausgleich im Steuersystem. Und es gab 2 weitere namentliche Abstimmungen zur Solarförderung und zum Betreuungsgeld. Wie haben Sie abgestimmt? Ja, über die Solarförderung haben wir jetzt lange diskutiert. Es geht darum, Übersubventionen abzubauen, die Subventionen an die Marktpreise der Solarzellen anzupassen. Das zweite Thema, was wir haben, ist das Betreuungsgeld. Ich finde es wichtig, dass es eine faire Chance gibt, für Eltern zu entscheiden, ob sie ihr Kind betreuen lassen wollen oder eben auch selber zu Hause erziehen möchten. Und das war immer Position der Union. Wir machen viel für den Ausbau der U3-Plätze. Aber wir wollen Eltern die Wahl lassen. Und mit welchen Themen haben Sie sich ansonsten in dieser Woche beschäftigt? Großes Thema war auch diese Woche neben dem ganzen Betrieb wieder das Thema Gründer und digitale Wirtschaft. Wir hatten als Fraktion einen sehr großen Kongress zum Thema digitale Wirtschaft. Und ich war nicht zuletzt selbst bei einer Abendveranstaltung des German Silicon Valley Accelerators. Und man trifft die ganze Gründerszene hier in Berlin. Und viele reden da immer so negativ drüber. Ich finde, das ist eine sehr spannende Szene. Es gibt ganz viele tolle junge Gründertypen, die hier wirklich was an den Start bringen. Und einige davon bringen wir jetzt in Silicon Valley, um den Kontakte zu ermöglichen und ihr Geschäft zu verbessern. Und kommen wir zu NRW. Da fordern die Grünen Tempolimit 120, wenn sie gewinnen. Was sagen Sie dazu? Ja, die meisten Verkehrstoten sind in den Städten, vielleicht noch auf den Landstraßen, auf der Autobahn kaum. Das ist reines Drangsalieren von Autofahrern, Ideologie und ich weiß nicht, was sowas soll. Und jetzt kommt die Osterpause. Was werden Sie in dieser Osterpause machen? Wir machen noch einen großen Berliner Abend. Ansonsten bin ich fast jeden Abend in der Osterpause unterwegs auf Veranstaltungen. Nur über die Ostertage selbst fahre ich ein wenig an die Nordsee. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, vielen Dank.